Tamara sucht ihren kleinen Bruder, den sie seit 20 Jahren nicht mehr gesehen hat. Die beiden Geschwister hatten eine schwere Kindheit und haben sich in vielen schwierigen Situationen Halt gegeben. Doch dann muss Tamaras Bruder plötzlich von einem Tag auf den anderen mit seinem Vater in die USA ziehen. Tamara ist nun ganz alleine und die Sehnsucht, ihren Bruder wiederzusehen, wird immer stärker. Großostheim in der Nähe von Aschaffenburg. Ein kleines Dorf mit 8.300 Einwohnern. Das ist die Heimat von Tamara. Die 26-Jährige ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Jasmin, 4 Jahre, und Maximilian, 2 Jahre alt. Doch so fröhlich wie mit den beiden ist Tamara selten. Immer wieder denkt sie an den Menschen, der ihr am meisten fehlt im Leben. Ihr geliebter Bruder James. Ich suche James jetzt, seit wir das letzte Mal vor 15 Jahren miteinander gesprochen haben. Die Sehnsucht ist halt sehr groß und möchte, dass er auf jeden Fall wieder Teil meines Lebens und auch jetzt der meiner Kinder wird, auf jeden Fall. 1987 wird Tamara geboren. 2 Jahre später trennt sich ihre Mutter Daniela von Tamaras Vater. Kurz darauf lernt sie den Soldaten James Williams kennen. Die beiden heiraten und Tamaras Bruder James Jr. kommt 1990 zur Welt. Zusammen sind sie eine glückliche Familie, doch nur für kurze Zeit. James' Vater hat uns beide gleich behandelt, hat für mich was wie ein Vater eigentlich. Und sie ist ein sehr liebevoller, netter Mensch einfach. 1 bis 2 Jahre habe ich mit meinem Bruder dann eine normale, glückliche Kindheit verbracht, bis sie sich dann getrennt hatten. 1992 lassen sich ihr Stiefvater und Tamaras Mutter scheiden. Die Kinder bleiben bei der Mutter. Doch die ist zunehmend überfordert und kümmert sich immer weniger um die beiden. Nach der Trennung von James' Vater ist er dann ein bisschen aus der Bahn geworfen worden, sag ich mal. Und dadurch hat sie dann ihre Wohnung nicht mehr gehabt, hat dann ein lockeres Leben leben wollen. Und zeitweise hat sie dann auf dem Grundstück von meinem Opa dann auf dem Wohnwagen geschlafen mit uns. Die Zustände werden immer schlimmer. Die Kleinen verwahrlosen. Oft werden sie alleine, verdreckt und hungrig auf der Straße aufgegriffen, bis das Jugendamt eingreift und der Mutter die Geschwister wegnimmt. Tamara wird ihrer Tante zugesprochen, ihr Bruder seinem Vater. Der US-Soldat nimmt seinen Sohn mit zu sich in die USA. Tamara und James sehen sich nie wieder. Das hat mir einfach den Boden unter den Füßen weggerissen, weil das war mein Halt gewesen und ich war seine. Ich lieb den und er fehlt sehr. Alle Versuche, ihren kleinen Bruder zu finden, sind bis heute gescheitert. Darum hat Tamara Julia um Hilfe gebeten. Hallo Tamara. Hallo. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Ich auch. Ja, ich nehme dich mit rein. Ja. Tamara, kannst du dich noch daran erinnern, wann du deinen Bruder wirklich bewusst zum letzten Mal gesehen hast? Ja, das war an dem Tag, wo sein Vater ihn abgeholt hat. Ich habe noch gesagt, bye bye und I love you, mehr habe ich nicht mehr gesagt. Hast du dich zurückgelassen gefühlt? Ja. Ich habe gedacht, warum kann ich nicht mit? Aber es ging halt nicht. Er war ja nicht mein leiblicher Vater, da durfte er mich auch nicht mitnehmen. Aber du wärst gern mitgegangen. Ja. Liebst du deinen Bruder noch? Ja. Sehr. Ich hoffe, dass es ihm gut geht und dass wir uns auf jeden Fall hoffentlich mal wieder sehen und miteinander reden können. Tamara, du hast ja nicht viele Informationen zu deinem kleinen Bruder. Aber du wusstest jedenfalls, dass dein Stiefvater in den USA in der Nähe von Flint war. Genau. Und deswegen war ich dort und habe da mit meiner Suche begonnen. Julia reist rund 6.800 Kilometer nach Flint in den US-Bundesstaat Michigan. Zu ihrer Blütezeit war die Stadt Hauptsitz vieler namhafter Automobilhersteller. Doch mit der Wirtschaftskrise verschwand diese Industrie nach und nach. Heute ähnelt Flint in weiten Teilen einer Geisterstadt. 40% aller Häuser stehen leer. Tamaras Stiefvater James Williams Sr. soll hier in Flint auf der Airbase der US Army als Soldat stationiert gewesen sein, als er seinen Sohn 1994 zu sich holte. Julia hat die Hoffnung, dass er noch immer hier lebt und sie über ihn Tamaras Bruder findet.
Daher hat sie schon von Deutschland aus schriftlich bei der US Army angefragt, ob sie Informationen über James Williams Sr. bekommen kann. Mit ernüchterndem Ergebnis. Ja, ich habe mir sowas Ähnliches schon gedacht. Die haben da drin tatsächlich Informationen zu einem James Williams, sogar eine Adresse. Aber die können und wollen mir die nicht rausgeben. Die nehmen noch nicht mal Kontakt zu ihm auf, denn das würde mir ja auch weiterhelfen. Das heißt, die da drin wissen, wo Tamaras Stiefvater ist, aber es hilft mir gar nichts. Ich fange bei Null an. Der nächste Tag. Alles, was Julia für ihre Suche hat, ist der Name von Tamaras Stiefvater. Also ich habe gestern Abend noch recherchiert und mit einigen Ämtern gesprochen. Und der Name James Williams ist hier tatsächlich sehr weit verbreitet. Aber hier in Flint gibt es einen James Williams, wo das Alter, nämlich 45, genau passt. Und zu dem fahre ich gerade hin und hoffe, dass es der ist, den ich suche. Die recherchierte Adresse führt Julia in den Stadtteil Oakwood. Hier, in einer ruhigen Seitenstraße, soll der James Williams leben, der aufgrund des Alters Tamaras Stiefvater sein könnte. Welcome, friends. Hello? Hello? Tja, Klingelschild gibt's nicht. Wenn er hier wohnt, ist er nicht zu Hause. Ich frag mal rum hier. Boah, hab ich meine Handschuhe vergessen. Ist ganz schön kalt. Excuse me, I'm looking for somebody. Hallo, Entschuldigung. Es ist nichts Schlimmes. Es geht um eine vermisste Person. Ich komme aus Deutschland und suche James Williams. Er soll in Nummer 9006 gewohnt haben. 9006. Ich bin gerade erst hergezogen und kenne hier niemanden. Ah, okay. Entschuldigen Sie die Störung. Kein Problem. Bye. Bye, bye. Hier, Neighborhood Watch. Da müsst ihr doch die Nachbarn kennen. Oh, das Schild macht mir keinen Mut, aber ich klingel trotzdem. Oder klopf. No. Ah, da ist jemand. Da drüben vor der Tür ist jemand. Excuse me! Entschuldigung! Do you know this man? Kennen Sie diesen Mann, James Williams? Nein, nie gesehen. Nein? Okay, danke für Ihre Hilfe. Tschüss! Could you talk to me? Könnte ich kurz mit Ihnen sprechen? Klar. Hi. Oh, wow. Hi. Ich bin Julia und ich suche diesen Mann hier, James Williams. Er ist wahrscheinlich ein Nachbar. Kennen Sie den? Do you know him? Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Wirklich? Really? Ich denke, ich kenne ihn. Möchten Sie kurz reinkommen? Es ist ziemlich kalt draußen. Ja, gerne. Dankeschön. Okay, come on in. Sie kennen ihn also? Do you know him? Yes, I do. Ja, ich erinnere mich an dieses Gesicht. Er war mein Nachbar. Aber er lebt hier nicht mehr? No, he's not. Nein, leider nicht. Wissen Sie, wo er hingezogen ist? Nein. Are there any neighbors? Meinen Sie, es gibt Nachbarn, die noch immer Kontakt zu ihm haben? You know, we had a... Wir hatten einen gemeinsamen Freund. Wirklich? Ja, der kennt ihn auch. Knows him too. Okay. Would you like for me to call? Soll ich ihn für Sie anrufen? Das wäre ganz toll. Lieben Dank. Die nette Nachbarin ruft den gemeinsamen Freund von ihr und James Williams an. Dieser ist bereit zu helfen und erinnert sich, wo James hingezogen sein soll. In Chicago. Okay. Chicago. Okay. Thank you so much for your help. Thanks. Bye. Ja, also der hatte tatsächlich noch eine alte Adresse, zwar ohne Telefonnummer und auch ohne die Gewissheit, ob die Adresse noch stimmt. Aber das ist das Einzige, was ich habe. Und deswegen muss ich jetzt nach Chicago. Thank you so much for your help. Thank you, sweetie. Thank you. Der nächste Morgen, 7 Uhr. Es herrscht eisige Kälte, minus 19 Grad. Wird's einem gleich warm am Morgen. Vor Julia liegt ein langer Weg. 360 Meilen, rund 580 Kilometer sind es bis Chicago. Gut, dass ich im Bayerischen Wald groß geworden bin. Da macht einem das Wetter gar nichts. Chicago ist nach New York und Los Angeles die drittgrößte Stadt der USA. Über 9 Millionen Menschen leben in der Metropole am Michigansee. Julia erreicht ihr Ziel in einem Vorort Chicagos nach 7 Stunden Fahrt.
Das ist die Adresse, die ich in Flint bekommen habe. Und ich hoffe, dass die stimmt. Denn das bedeutet, dass dort der Vater von Tamaras Bruder wohnt. Apartment 801. 803. Da. Da ist die 801. Ich glaube, das ist hier die Klingel. Kein Name. Wer ist da? Ich suche jemanden. Könnten Sie zur Tür kommen? Nach wem suchen Sie denn? Ich komme aus Deutschland. Könnte ich mit Ihnen sprechen? Hi. Hi. Es ist nichts Schlimmes. Ich bin Julia aus Deutschland. Freut mich, Sie kennenzulernen, Julia. Ich suche nach diesem Mann hier, James Williams. Ich kenne einen James Williams. Ist er zu Hause? Wohnt er hier? Nein, hier wohnt er nicht. Ich suche nach ihm. Kommen Sie rein. Ja? Julia erfährt, dass tatsächlich ein James Williams hier gewohnt hat. Die Frau ist seine Nachmieterin. Bei ihrem Einzug hat sie kurz mit ihm gesprochen und erinnert sich, dass er Bluesmusiker ist. Genauso wie sie. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass er gesagt hat, er wolle singen und Gitarre spielen in einer Bar, die Blue Chicago heißt. Blue Chicago. Blue Chicago? Blue Chicago. On Chicago Avenue. Das ist auf der Chicago Street, irgendwo dort. Okay. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Habe ich gern gemacht. Ich hoffe, Sie finden ihn. Das hoffe ich auch. Ja, das war jetzt hier leider erstmal nichts, aber ich werde es in der Bluesbar versuchen. Hoffentlich hat sie recht und da ist es. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Am Abend in Chicago. Die Stadt ist bekannt für ihre große Blues-, Jazz- und Soul-Szene. Das Nachtleben der großen Clubs spielt sich in Downtown entlang der Clark Street ab. Ganz in der Nähe liegt auch die Blue Chicago Bar, in der James Senior als Musiker auftreten soll. Hier ist das Blue Chicago, das müsste es sein. Julia erfährt vom Türsteher, dass hier tatsächlich häufig ein James Williams auftritt. Allerdings nicht heute. Da der Musiker in der Nachbarschaft wohnt und beide befreundet sind, ruft der Türsteher ihn an und bittet ihn, in das Lokal zu kommen. Julia wartet und hofft. Wird sie gleich endlich auf Tamaras Stiefvater treffen? Ja. 20 Minuten später erreicht James Williams den Club. Warum Julia ihn sucht, weiß er natürlich noch nicht. Hi, sind Sie James Williams? Ja. Freut mich, ich heiße Julia. Ich komme aus Deutschland und bin auf der Suche nach Ihnen. Verstehe. Jetzt haben Sie mich wohl gefunden. Darf ich fragen, ob Sie bei der Army waren? In the Army? Yes. Ja. Ja? Das ist gut. Und waren Sie auch in Flint stationiert? Yes. Ja. Und Sie waren auch in Deutschland stationiert? No. Nein. Aber waren Sie irgendwann mal in Deutschland? No. Nein? Never. Niemals? Nein, noch nie. Sind Sie das auf diesem Foto? Nein, das bin ich nicht. Nein? Nein. Das tut mir leid. Ich suche einen James Williams und das war mein einziger Hinweis. Aber Sie sind leider wohl nicht der Richtige. Sie waren niemals in Deutschland. Nein, tut mir leid. Ich verstehe. Entschuldigen Sie meinen Anruf. Ich danke Ihnen und muss nun wohl weitersuchen. Ach, ich freue mich, Sie kennengelernt zu haben. Auf Wiedersehen, James. Tschüss. Bye, bye. Ja, Blues passt jetzt schon sehr gut zu meiner Stimmung. Ich bin ziemlich verzweifelt. Ich habe hier komplett die falsche Spur verfolgt. Und wenn mir jetzt nicht noch irgendwas einfällt, fahre ich ohne Tamaras Bruder zurück nach Deutschland. Am nächsten Morgen in Chicago. Julia will mit dem einzigen gesicherten Hinweis neu ansetzen. Mit der Information, dass James Senior beim Militär gewesen ist. Ich habe jetzt noch mal nachgeforscht und es gibt hier in Chicago einen Treffpunkt für Veteranen. Das ist Museum und Anlaufstelle zugleich, wo sich ehemalige Soldaten hinwenden können und dort treffen. Da fahre ich jetzt hin und hoffe, dass es dort vielleicht ein bisschen einfacher ist, an Informationen zu kommen. Das Pritzker Military Museum and Library. Auch hier sind Daten vieler Armeeangehöriger archiviert. Da für das Museum jedoch nicht alle strengen Auflagen des Militärs gelten, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Julia hier weiterkommt. Hi.
Guten Tag, mein Name ist Julia und ich bin auf der Suche nach einer Person. Ist es möglich, hier Informationen über Mitglieder des Militärs zu erhalten? Ja und nein. Es ist nicht so einfach. Geben Sie denn Adressen heraus? Normalerweise geben wir keine Daten heraus. Auch hier werden keine Adressen weitergegeben. Aber es gibt die Möglichkeit, eine Nachricht für einen ehemaligen Armeeangehörigen zu hinterlassen, die dann an diesen weitergeleitet wird. Also ich werde jetzt nicht nach Deutschland zurückfliegen, aber die Hoffnung, Tamaras Bruder zu finden, ist wirklich gering. Die müssen ihn jetzt erstmal ausfindig machen und dann muss James bereit sein, mit mir zu sprechen. 3 Tage später. Julia ist wieder unterwegs auf dem Highway. Sie fährt rund 500 Kilometer Richtung Detroit, denn es gibt Neuigkeiten. Also die Frau vom Veteranenclub in Chicago hat tatsächlich Wort gehalten. Mich hat ein James Williams angerufen und der hat mir gesagt, dass er bei der Army war, auch in Deutschland, und er hat einen Sohn. Wenn es jetzt alles wirklich stimmt, dann habe ich vielleicht endlich Tamaras Bruder gefunden. Im Zentrum der amerikanischen Automobilmetropole Detroit, in einem Hochhaus an der Jefferson Avenue Downtown, soll James Williams heute wohnen. So, der hat gesagt, Apartment 914. Bin gespannt. Ist ein bisschen unheimlich hier. 17? 12. Da ist es. 14. Hallo. Hi. 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 Sind Sie James? Ja, ich bin James. I spoke to you on the phone. Wir haben telefoniert. Ich bin Julia. Hallo, Julia. Sind Sie hier auf diesem Foto? Yes, that's me. Ja, das bin ich. Und das ist Daniela. Right. Das stimmt. Dann bin ich hier also richtig. Ja. Darf ich reinkommen und Ihnen erklären, worum es geht? Yes, yes. Okay. Ja, natürlich. Ich folge Ihnen. Dankeschön. Ja, kommen Sie. Hast du ihn wiedererkannt? Das war nicht verändert. Nee. Freust du dich? Ich habe dann natürlich erklärt, warum ich aus Deutschland gekommen bin. Okay. Ich zeig's dir, ja? Ich bin hier, weil Tamara aus Deutschland deinen Sohn sucht, James. Sie vermisst ihn sehr. Was denkst du darüber? Ich denke, dass er sie auch sehr vermisst. Er ist ohne sie nicht vollständig. Sie waren immer zu zweit und gehören zusammen. Tamara erzählt, dass sie dich sehr geliebt hat. Du warst die einzige Vaterfigur, die sie je hatte. Und das bin ich immer noch. Heute bin ich derselbe Vater für sie, der ich auch damals war. Ich werde immer für sie da sein. Shirley, ist Tamara in eurer Familie willkommen? Natürlich ist sie das. Ja. Ich hätte mich auch sehr gefreut, sie bei uns aufzunehmen. James, how would you feel? Wie wäre es für dich, James und Tamara wieder zusammen zu sehen? Es würde mir unendlich viel bedeuten. Mein Leben wäre dann vollkommen. Die Kinder waren so lange Zeit voneinander getrennt. Das würde mein Leben so viel schöner machen. Wo ist James Jr. jetzt gerade? Ich glaube, dass er zu Hause ist. Ist das weit von hier? Nein, das ist nur ein paar Minuten entfernt. Ich kann ihn kurz anrufen und ihn bitten, schnell zu uns herüberzukommen. Ich danke dir sehr. Ich bin wirklich glücklich. Ich auch. Ich freue mich sehr. Oh Gott. Wie wirkt er denn auf dich? Wie früher. Ein bisschen älter. Wir haben dann auf deinen Bruder gewartet. Gleich sehen. Wir leben jetzt seit 5 Jahren hier. Ah, da ist er. Hey, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Hi, I'm Julia. Ich bin Julia. Ich bin James. Hallo.
Ich würde gerne mit dir über etwas Persönliches sprechen. Ich habe schon mit deinem Vater gesprochen. Okay, worum geht es? Sollen wir uns setzen und ich erkläre es dir? Gerne. Dann komm mit. Ich habe ihn gefunden. Ist alles gut. Da müssen wir jetzt weiter gucken, oder? James, I'm here because your sister. Ich bin hier, weil deine Schwester Tamara aus Deutschland nach dir sucht. Was bedeutet dir das? Das bedeutet mir sehr viel, dass sie nach mir sucht. Ich freue mich so sehr. Seit ich klein bin, habe ich mir das gewünscht, dass das passiert. Hast du noch Erinnerungen an Tamara? Ich weiß noch genau, wie sie ausgesehen hat. Sie hatte schöne, lange Haare und hat immer viel herumgealbert. Im Haus meiner Großmutter hängen noch Fotos von uns an der Wand, auf denen wir beide noch klein sind. So wusste ich immer, dass ich noch eine Schwester habe und habe mir gewünscht, mehr von ihr zu erfahren. Hast du dich manchmal gefragt, was aus ihr geworden ist? Ich denke dauernd daran, wie es wohl wäre, wenn wir noch zusammen wären. Möchtest du gern wissen, wie sie heute aussieht? Ja, das würde ich sehr gerne. Das ist deine Schwester. Sie ist erwachsen geworden. Es ist so schön, sie zu sehen. Und weißt du was? Du bist schon Onkel. Wow. Sie hat einen Sohn und eine Tochter. Ich kann es nicht erwarten, die beiden kennenzulernen. Sie und ihre Kinder zu sehen ist so schön. Allein das zu sehen macht mich so glücklich. Bist du traurig darüber, dass ihr so viele gemeinsame Jahre verloren habt? Ja, sehr. Ich wünschte, wir könnten die verlorenen Jahre nachholen. Kannst du dir den Moment vorstellen, wenn du sie wieder siehst? Das wäre wirklich unglaublich. Ich würde sie in die Arme nehmen und nicht mehr loslassen. Hey Tamara, hier ist dein kleiner Bruder. Ich vermisse dich so sehr. Und ich würde mich sehr freuen, dich wiederzusehen und dich für immer bei mir zu haben. Ich liebe dich, meine Schwester. Schön. Weißt du, was das für ein besonderer Tag ist? Ein sehr schöner Tag. Unvergesslich. Weißt du, was es für mich für ein Tag ist? Der Tag, an dem du deinen Bruder gleich wieder siehst. Was? Der ist draußen und wartet auf dich. Soll ich dich zu deinem Bruder bringen? Komm. Zwanzig Jahre haben sich die beiden Geschwister James und Tamara nicht mehr gesehen. Als Kinder wurden sie unter tragischen Umständen voneinander getrennt. Jetzt gleich können sie sich endlich wieder in die Arme nehmen. Tamara, jetzt ist der große Moment da. Da vorne wartet dein Bruder auf dich. Geh zu ihm. James, Tamara, guck mal, wen ich hier bringe. Zum ersten Mal schließt Onkel James seinen Neffen Maximilian und seine Nichte Jasmin in seine Arme. Tamara,
Ich freue mich so sehr für dich. I'm very happy, James. Ich freue mich sehr, James. Ich danke dir. Alles Gute für euch. Dankeschön. Ein schönes Bild. Alles Liebe. Die langen Jahre der schmerzhaften Trennung sind endlich vorüber. Tamara und James rufen gleich ihren Papa in den USA an, um von ihrem Wiedersehen zu berichten. Und schon bald möchte Tamara auch ihn besuchen, zum ersten Mal nach mehr als 2 Jahrzehnten.